Sehr geehrte Damen und Herren, Sie hören jetzt das Hörspiel Vor der Stille von Corvin Musdorf. Eine akustische Odyssee eines Mannes und einer Frau durch Vecindario. Das ist eine Stadt im Südosten Gran Canarias. Dabei stoßen Sie immer wieder auf einen seltsamen Zaungast der Stadt. »Das ist nicht richtig, Sancho«, antwortete Don Quixote, »denn der Dummkopf weiß weder im eigenen noch im fremden Haus etwas, weil auf der Zunahme der Dummheit kein geistreiches Gebäude zu errichten ist.« Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quixote de la Mancha. Und wieder. Stimmt die Stadt ihr Lied an? Stimmt die Stadt ihr Lied an? Und das sie Erfassende erfasst sie? Ja, und wie Tentakeln im tiefen Blau die Beute, so ertastet der Morgen die Straßen von La Ceruda. Unglaublich vielleicht, doch in Vecindario lässt er oft Seltsames erscheinen. Wie den komischen Typ dort? Wo denn? Links in der Ecke, vor dem Gemüseladen? Klein, marokkanischer Einfluss, braune Hose, blaubraune Herrenweste, brauner, steifer, abgerundeter Hut, eine Dose Bier in der Hand, den Blick zur anderen Straßenseite gerichtet, in unbekannte Dimensionen schauend. Was er wohl sieht? Wie er so das steht. Wie das X in einer Gleichung. Die Stadt hat sich geöffnet, fortfahrend verlaufen. Das ist in die Wiederholung ereignet. In das Wiederholte, bis das Leben ausschwingt. Komischer Kauz, wir fragen mal jemand andere nach dem rechten Weg. Moment mal, was sagt er noch? Kann es beginnen? Soll es öffnen? Sofort fahren, als Wiederholung ereignet. Und es ausschwingt. Es ausschwingt. Die augenblickliche Gegenwart, das sind Krisen nutzloses Beharren.
augenblickliche Verfassung unserer Spieler schwingt in das Phasen ein und bleibt als Konstante. Und Cortado Lago, por favor. Los, los Lanos. Los El Lanos. Andere Richtung. Gegen Schicksal und Winde gewappnet. Es kann beginnen. Alles ganz klar, die Zeichen erkannt, die Taktik studiert. Spielbereit. Sofort fahren, bis es ausschwingt. Bis es ausschwingt. Wie lange er da schon steht und immer noch das gleiche Bier? Und wieder durch San Rafael. Autowerkstatt Tremotor. Il Doctoral. Dann Pietro Martir. Danach Il Doctoral. Das Leben, die Augenblicke eines Tages. Die Zeit steht und rennt. Die Natur hineinhören, durchschreiten wir den Tagesraum. Spannen wir unsere Welt auf. Spannen wir unsere Welt auf? Wo sind wir? Es riecht nach Popcorn. Ufio. Kreidemühle Perez, Stadtteil Alacata? Ja, ist die Mühle von Perez Gil. Sehr gutes Ufio. Empfehlenswert. Ich glaube, es ist aber der Stadtteil San Rafael. Wieder ins Eben verfrachtet, in das Wiederholende verstrickt und wirklich um dich geschaut. Ob er den Verkehr meint? Welchen Verkehr? Den Verkehr nicht. Straßenverkehr. Wirklich um dich geschaut? Kann schon sein. Der Kreis hat sich geschlossen. Avenida de Canarias, San Rafael? Mit wem er wohl so redet? Lassen wir es Befenden, unsichtbar alles zu erfassen. Er philosophiert so in den Tag hinein, zur anderen Seite hinüber. Er ist wohl schon auf der anderen Seite. Niemals um dich geschaut. Zu viel Plastik wedelt in der Welt umher.
Menschen mit Handys Hund und Hast rennen durch die Stadt. Selfies erobern den Globus. Menschen mit riesigen Autokutschen warnen vor einer Erderwärmung durch kohlensäurehaltige Sprudelflaschen. Nahrungsleugner erobern sektenartig unseren Planeten. Verbreiten die Lehre von aufgeblasener Nichtigkeiten. Die Gottleugner von einst sind jetzt die Klimaleugner. Mit erhobenen Zeigefinger werden sie führerartig belehrt. Die wahren Umweltprobleme bleiben unerkannt und ungelöst auf der Strecke. So weitermachen, abseits der Wahrheit, so fortfahren, bis es ausschwingt. Bis es ausschwingt. Kritik an Gesellschaft und Umweltpolitik, die keiner hören mag. Unsere Versuchsreihe hat die Klimatologie als Religion entlarvt. Abkürzungen, Akronyme, Umdeutungen, wenig Adjektive, die goldenen Regeln von Neusprech durchströmen die modernen Medien, verfällt sie Geschichte und Wissenschaft. Unsere Versuchsreihe hat die Klimatologie als Religion entlarvt. Abkürzungen, Akronyme, Umdeutungen, wenig Adjektive, die goldenen Regeln von Neusprech durchströmen die modernen Medien, verfällt sie Geschichte und Wissenschaft. Eine Post. Stadtteil El Canario. La Faeda, Balus, links los Lanus. Wir drehen um. Das winzige Los gelöst, den schrillen Ton gespürt. Das Zurückgelassene im Blick fangen, einen alten Freund vielleicht, im Kreis gegangen. Das Kommende vor Augen gesehen haben, immer noch kreisen, ist das Frohsinn? Ist das sein Frohsinn? Sein Ausgleich rosa, bunter mit Klang? Kühner Rückblick an den Kreis. Ja. Das Kreisen in Amsterdam. Im grünen Duft, in heller Kühle. Wir saßen erschöpft an der Gracht, hatten alles, nur kein Feuer. Und die ältere Dame überreichte uns wie selbstverständlich ihr Feuerzeug. Das finale Kreisen und Kreischen. Schwarz gesteigert mit weißem Zentrum. Schwarz gesteigert blau. Mit etwas weißem violett, Zentrum. Dreimal rot, blau. Blau. Etwas unendlich. Violett dreimal rot blau. Verdammt rosa Gestirne Ausgleich. Verdammt rosa Gestirne Ausgleich.
jetzt. Greifen Sie zu. Kurze Pause, Liebe als imaginäre Größe. Die Natur hat immer recht. Katalog anfordern, auch Sie können bringen lassen. Kein Bedarf, Zusammenarbeit. Nein, danke. Hola, Maria. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pablo. San Rafael, Einkaufszone. Ruhe. Weil von 14 Uhr bis 17 Uhr die meisten Geschäfte geschlossen sind. Bestellen Sie jetzt, rufen Sie an. Zwischen den Trümmern eines Morgens. Durch Weltmeere verbunden, durch Weltmeere getrennt. Das Werk des Tages. ...86.400 Gleichförmigkeiten. Oder 86.400 gute Gedanken. Ich bin hungrig. Ja, gehen wir etwas essen. La Ceruda.
Ich garantiere zusätzlich betonte Zahlen kostenlos. Gebe zu, ich streite Geh zur Seite. Das ist dein Job. Das ist mein Job. Fahren hier Züge, das kann doch nicht sein? Kommt aus der Jugütria, dem Spielzeugladen. Viel Plastik, meist fertig, wenig Geist, geringe Haltbarkeit, viel Müll. Was machen denn die Jugendlichen dort drüben? Eine akustische Reise. Eine Odyssee durch die Stadt. Vor der Stille der kommenden Nacht. Wollten wir nicht etwas essen gehen? Ja. Spät geworden. Sind wir vor dem Hippodrom in El Doctoral? Hoffentlich nicht. Nein, andere Fahnenmaste an einem anderen Ort. Ein Labyrinth von Einbahnstraßen und seltsamen Kreuzungen und Kreisen. Ah, Ciudadano Ex. So beginnen.
immer noch kreisen, immer noch derselbe danach, nie mehr derselbe am Ende des Tages. So fortfahren. Sehen werden. Soll es öffnen? Kann es beginnen? So fortfahren. Bis es ausschwingt. Eine Welt spannte sich auf über uns, mit uns. Der Bogen des Tages, die Kraft des Morgens, die überzüchtete Schwere des Mittags. Die Reife des Nachmittags, der kreischende Abend, die Stille der Nacht. Und mit dem Ende des Tages im tiefen Blau, unsehbar, verwischen sich die Dinge des Tages. Und vor der Stille wieder.